willkommen bei Fieldsports World. Heute wollte ich mich auch mal vorstellen. Ich bin der Max, der Gründer von Fieldsports World. Den Wesley habt ihr ja auch schon gesehen, jetzt auf der Messe. Wir machen heute mal was ganz anderes. Und zwar fahren wir gerade nach Thüringen zum Redneck Point, zum Ingo Kuhn. Der hat einen Bogensportladen da. Und ich habe letztes Jahr angefangen mit dem Bogen in Corona, einfach weil man ja nicht auf die Schießbahn gehen konnte, habe ich angefangen mit dem Bogen ein bisschen zu schießen im Garten und habe mir da auch ein ganz cooles Setup mit einem Holtbogen gekauft. Und ich wollte mich da zu einem neuen Bogen beraten lassen, mit einem anderen Spezifikation, weil mir das Bogenjagen in Afrika auch ziemlich viel Spaß gemacht hat. Jeder, der mit dem Bogen schon mal geschossen hat, weiß, wie schwer das ist, dann damit auf die Jagen zu gehen. Und der Ingo, der klärt uns dann heute mal auf, was so die wichtigen Punkte sind, worauf man achten muss, wie zum Beispiel Release, Pfeile, welches Visier man sich am besten kauft, das ist Scope dafür. Ja, das gucken wir uns gleich mal alles an. Wir haben jetzt gerade knapp 4 Stunden gebraucht und haben jetzt noch 1 Minute und sind dann jetzt auch sofort in Christus. Vorne sieht man schon das Straßenschild. Letztes Jahr habe ich das angefangen im April. Eine super Zeit, weil direkt dann kam der erste Lockdown und, ja, und im ersten Lockdown habe ich mir dann einen Bogen gekauft. Was hast du jetzt für einen? Den Hoyt RX4. Ist das der Turbo oder? Nee. Der normale. Der normale. Glaubt man gar nicht, dass hier in Christus Thüringen so ein großer Bogensportladen ist. Wir haben einen großen Parcours. Wird auch mit Compound geschossen, mit traditionellen Bögen, mit allem. Das geht nur mal in der Natur. Und außerdem gehört das Ganze in die Natur. Und sowas in der Großstadt zu haben, macht für mich keinen Sinn. Wir machen das anders. Wir machen das Familie, wir machen das klein, wir machen das speziell für Bogenjäger. Wir haben sehr viele Bogenjäger als Kundschaft. Und wir sind eigentlich kein reiner Bogensportladen, wir sind eigentlich ein Bogenjagdladen. Ich habe seit der Wende, sag ich mal, das Bogenjagen für mich entdeckt und mache das auch schon sehr lange. Du hast gesagt, du bist viel in Ungarn unterwegs mit dem Bogen? Ja, Ungarn. Wo es legal ist, sag ich mal. Ja. Was finanziell machbar ist und wo es legal ist, versuchen wir das zu machen. Also ich habe dadurch, dass wir Hersteller von Jagdklingen sind, also wir sind German Kinetics, bedeutet, wir produzieren Jagdklingen für die ganze Welt und haben die natürlich auch schon an Kunden ausgeliefert, die uns dann zur Jagd einladen. So sind wir nach Australien gekommen, nach Afrika gekommen. Das sind solche Geschichten, die sich daraus immer ergeben. Und wenn man sich diese Dinge heute anguckt, das ist Wahnsinn, was damit natürlich machbar ist. Nee, habe ich ja jetzt auch. Ich habe ja meine eigenen Erfahrungen auch damit jetzt der ersten Erfahrungen gemacht. Ist das noch Afrika-Staub hier? Ja, das ist noch Afrika-Staub. Ja. Da sind, glaube ich, noch ein paar Pfeilen, da ist noch Sable-Blut dran. Gut, ich hätte gesagt, wir machen hier eine Pfeilauflage dran. Stellen das jetzt soweit auf dich ein. Ja. Und sollte das andere wieder mal verfügbar sein, können wir es dir immer noch dran machen und du guckst dann, ob das für dich die Lösung ist. Das heißt, du hast da drin diese Iris, dieses Retina. Ja. Das ist ganz toll. Das heißt, du hast da drin eine Kontrolle, dass du den Bogen nicht torkst, dass du den Bogen nicht verdrehst. Gibt es da mehrere Skalen? Skalen für das Ganze, oder? Ja, du schießt es praktisch ein, wie jedes andere bisher auch. Ja. Es gibt noch die von Vapor Trail. Aber das ist natürlich Königsklasse. Du sagst, das ist somit das Beste, was das es gibt? Das ist somit das Beste. Es muss funktionieren. Ich hätte so eine Integrated dran gemacht, weil das passt schön inline dran, das funktioniert gut, ist von Matthews gebaut. Aber das ist natürlich auch ein großes Kino. Ja. Das ist eine ganz andere Sache von der Verarbeitung. Das Metall. Sieht schon nicht übel aus. Wir müssen hier nur noch ein bisschen seitlich nach unten, weil liegt nicht perfekt in der Buttonbohrung, sagt man, ein Bergerhol, sagt man dazu. Das muss noch ein bisschen, tiefer. Ja, ist besser. In Amerika kann man natürlich auch hergehen und sagt, ich mache mir gleich ein Custom-Programm. Das heißt, ich mache meine Gummiteile alle in der Farbe, die Sehne in einer speziellen Farbe. Das kann man sich alles aussuchen. Geht in Europa auch, aber dauert. Wenn das geliefert wird, dauert eigentlich. Gerade in Linie des Pfeils nach hinten, bis der Schuss bricht. Nicht abdrücken. Ja? Ziehen, okay. Ziehen. Das Einzige, was du bewusst machst, ist, du zielst. Nur Kimikon, Pin, was weiß ich, was du alles hast, ins Visier halten, ins Ziel halten. Okay. Das ist deine Aufgabe, die du bewusst machst. Alles andere machst du unterbewusst. Das heißt, wie beim Autofahren. Nichts anderes. Du guckst, wo du hinfährst. Okay. Alle anderen Handlungen machst du unterbewusst.
Wie lange hält so eine Sehne? Meistgestellteste Frage überhaupt. Nach der Frage, wie oft muss ich die Sehne wachsen? Das kann man nie sagen. Also das sollten schon ein paar tausend Schuss sein. Im Normalfall, wenn ich die gut behandle. Heißt, ich halte die immer schön im Dunkeln, dass die UV-Strahlung nicht da dran kommt. Und natürlich auch keine scharfen Gegenstände an die Sehne zu lassen. Beim Feinholen brauchst du dich nicht mehr zu kontrollieren. Das freut mich. Hier vor dem schönen Durchatmen. Fingerhaken. Wie weit schießt du maximal damit bei der Jagd? Meine persönliche Jagddistanz ist 20 Meter. Bei einem Stück Wild, was vorgewandt ist. Das heißt, steht ein Antilope oder ein Fuchs oder ein Reh, schon hab 8. Die wissen schon, jetzt passiert irgendwas. Ne? Die Reaktionszeit natürlich viel schneller, als wenn du einen Büffel hast, der da steht, hat keine Angst, der weiß nicht, warum er sich da schneller bewegen soll. Volle Konzentration aufs Ziel. Mach einen richtigen Haken, mach den mal so. So, jetzt gehst du ins Ziel. Genau. Hier sind die Module. So, Modul raus. Alles rein. Spannt einfach bloß die Kabel mehr vor. Das ist alles. Dein Arm. Und entspannen. Arm deutlich zurück. Mich selber erschreckt. Stopp. Eine Hand. So, genau. Richtig. Entscheidet über so viele Sachen. So. Schulter runter, Arm lang. Okay. Druck nach vorne, Zug nach hinten. Fingerhaken extrem. Jawohl. Denkst du? Gut abgekommen? So, das gute Stück. Alles fertig. Top geschossen. Kann ich nicht anders sagen, hast du wirklich ganz toll gemacht. Pfeile fliegen absolut perfekt, hast du ja gesehen. Papiertest passt, unsere Jagd- und Feldspitze fliegt auf einen Punkt. Ich denke mal, du wirst viel Spaß haben damit auf der Jagd. Ja, wir sind jetzt in 2 Wochen in Namibia, dann testen wir mal alles und geben dir Bescheid. Freut mich toll, für dahin. Ja, vielen Dank. Wünsch dir was.